Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Mittelerde Mordor's Schatten. Beim letzten Mal haben wir Redback mal wieder ein bisschen geholfen. Oh shit, das ist eine Festung. Und in dieser Folge wollen wir uns jetzt eigentlich endlich mal zu den Ausgestoßenen aufmachen, zu den ehemaligen Sklaven. Oh, guck mal, hier liegt ein Schwert einer Statue. In dieser Folge wollen wir uns jetzt eigentlich erstmal zu den Ausgestoßenen aufmachen, um mal zu hören, was deren Plan so ist und was die vielleicht über die... Die hole ich mir jetzt, dumme Spinne. Alles ist besser. Are you shitting me? Wo ist denn die denn jetzt? Ich hab genug von all dem Sand. Sehr schön, damit haben wir die Aufgabe nämlich einfach mal abgeschlossen. Ich wusste, dass das nicht mehr viel ist, auch wenn ich da nicht irgendwie richtig drauf eingehe, kann man das ja trotzdem mal so machen. Und es gibt Mirian dafür. Ist das mitten in der Festung drin? Das gefällt mir gar nicht. Hier können überall Hauptmänner oder sogar Häuptlinge sein. Gerade hier können halt überall auch Häuptlinge sein. Machen die sich da einen Spaß mit Sklave und Karagor? Das muss ich mir gerade nochmal angucken. Ne, die kämpfen einfach so dagegen. Ja, von mir aus. Sollen sie mal machen. Ist jetzt nicht mein... Ist nicht mein Bier. Toll, ich komme da jetzt aber auch irgendwie... Aber ich sag mal, dann scheiß mal auf das Artefakt gerade. Und wir gucken uns eher mal an, was wir da für eine weitere... Ich meine, das bringt alles immer noch ein bisschen Mirian. Schon allein deswegen lohnt es sich ja. Auch wenn das jetzt für die eigentliche Waffe nicht so viel bringt, wenn wir ehrlich sind. Seine Gegner verdunkelten den Himmel mit ihren Bolzen. Geschwind eliminierte er ihre Schützen, um den Weg für seine Armeen zu bereiten. 150 Mirian gibt es dafür. In der Festung. Eliminiere 10 Schützen. 5 davon durch eine Vorsprungstötung. Okay, das sollte ja aber insgesamt eigentlich machbar sein. Ach, guck mal, hier war Redback ja auch gefangen. Ich erinnere mich. Als wir ihn das erste Mal trafen. Warum sind denn da 2 auf einmal? Was auch immer sie waren. Sie hätten nicht so nah am Feuer stehen sollen, solange der Waldläufer in der Nähe war. Ja, wahrscheinlich. Wobei ich mit dem Feuer eigentlich noch nichts... Ach doch, stimmt, ich habe mit dem Feuer mal was gemacht, ich erinnere mich. Stimmt, ich habe ja mal was mit dem Feuer gemacht. Hast du das gehört? Als wir hier diese Bogenschützen-Herausforderungen hatten, habe ich die ja teilweise verbrannt. Das ist nämlich auch was ganz Cooles. Je nachdem, wie man die Typen angreift, reagieren die auch ein bisschen anders. Auch gerade die Hauptmänner. Also, ich will es mal so sagen, wenn man einem Hauptmann begegnet, heißt das ja nicht zwingend immer, dass man gewinnt. Und man kann halt fliehen zum Beispiel und die Gegner reagieren dann halt darauf, dass man geflohen ist oder dass man sie beim letzten Mal verbrannt hat oder irgendwie sowas. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Dadurch fühlen sich die Orks dann, auch wenn es halt nur Orks sind, komischerweise ein bisschen menschlich an, ne? So, wie viele Bogenschützen? Ach Gott, ich muss noch so viele eliminieren, ey. Mach den mal gerade ohne Dingens. Also ich kann hier an einem Seil runter. Ob das eine clevere Idee ist. Ich weiß ja nicht. Dann bin ich da. Mitten in der ganzen Horde. Ich glaube, ich hasse jeden einzelnen von euch, Mann. Da bist du nicht der Einzige. Das war eine dumme Idee, hier hochzugehen. Ich gehe mal auf die andere Seite. Was glaubst du, wo diese Sklaven hinwollen? Hinab zu den Feldern? Ich weiß es nicht. War da gerade was? Wohl auch nicht. Ah ne. Das war nur eine Pflanze hier. So, da oben sind nämlich noch Schützen. Die können wir uns vielleicht holen. Vielleicht kann ich mir nebenbei ja jetzt das Artefakt holen, wenn wir schon mal hier sind. Mit den Feuern müsste ich aber auch mal noch ein bisschen mehr ausnutzen, ne? Dass ich die ab und an mal beschießen kann. Aber das hier ist eine Schleichenmission gerade. Da ist das vielleicht nicht so die cleverste Idee. So, Tag auch. Hat mich hier gerade einer gesehen? Ich erledige erstmal den, der wirklich an dem Punkt steht. Nicht, dass der sich plötzlich umdreht. Das wäre halt schade drum. So, erledigt. So, und jetzt du noch. Dann haben wir die ganzen Vorsprungssachen. Schon mal Schleichtötung heißt natürlich, ich darf wieder meinen Bogen nicht verwenden. Ich meine, ist eher irgendwo logisch, weil es die Legende des Dolches sein soll. Ich finde es halt trotzdem, ich finde halt, Schleichen kann auch mit einem Bogen zu tun haben. Deswegen benutzt man ja einen Bogen und kein Maschinengewehr. Wobei das jetzt natürlich in der Welt keine Maschinengewehre gibt, aber ihr wisst, was ich meine. Zack.
Zack. So, wie sieht denn das jetzt aus? Zwei Stück muss ich noch töten, ohne entdeckt zu werden am besten. Ich weiß gar nicht, ob ich entdeckt werden kann. Ich glaube theoretisch ja, ich muss nur eine Schleichtötung durchführen. Das heißt, ich muss danach einfach nur abhauen. Drüben sind noch eine ganze Menge. Ja, das war jetzt nicht so geplant. So, der da drüben hat sich doch gerade bewegt, ne? Der Trottel sollte seine Zeit nutzen, um neue zu machen, die länger halten. Kommt der jetzt hier rüber? Der hat das mitgekriegt, aber bleibt da drüben stehen. Diese Orks sind halt wirklich ein bisschen komisch manchmal. Und tschüss. Erledigt. Sogar die extra Belohnung von 50 Mirian. Sehr schön. So, ich habe eine Fähigkeit freigeschaltet. Und wir haben jetzt auch endlich die zweite Leiste. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was haben wir denn hier? Wurfdolche. Uff, naja. Terrorisieren. Eine Furcht. Oh, das ist eine ganz coole Sache. Dadurch werden die umgehenden Gegner in Furcht. Im Prinzip in Furcht versetzt. Was eigentlich eine ganz coole Sache ist. Schleichaufzehrung. Ich meine, dadurch könnte ich, der Sinn dieser Aufzehrung ist, dass man mehr oder minder seine Pfeile zum Beispiel zurückkriegt. Ich glaube fast, ich mache Terrorisieren. Letzte Chance, Todesstoß. Ein Todesstoß während der letzten Chance zu landen, das ist natürlich an sich auch eine coole Sache, ne? Ich nehme kritischer Treffer. Kritischer Treffer ist eine wichtige Sache beim Kampf. Da können wir dann wesentlich schneller alles machen. So. Jetzt sind wir wieder hier gelandet. Dann gucken wir mal jetzt noch, dass wir vielleicht noch ein bisschen das Schwert verbessern können. Und dann müssten wir ja genug Mirian haben, um wieder ein bisschen was zu machen tatsächlich. Deswegen machen wir das mal, ja, ein benötigtes Kraut. Über diese Krautquest, die soll mir mal sowas von egal sein, ganz ehrlich. Das wird jetzt ja dann wahrscheinlich eher eine Kampfsache hier mit dem Schwert, ne? Haben wir schon was zu dem Schwert gemacht? Ich glaube nicht. Er fiel in das Lager seiner Feinde ein und machte sich an den Rekruten des dunklen Herrschers zu schaffen. An diesem Tage meisterten die Rekruten lediglich ihren eigenen Tod. Forme die Legende des Schwerts Urpfeil. Belohnung 150 Mirian. Müsst ihr jetzt einfach nur töten, oder was? Richte 5 Uruks mit einem Nahkampfangriff hin. Ah, okay. Ach du Scheiße. Uruk sagt, Mensch tötet viele. Ich töte Mensch. Na, das ist ja ganz großes Kino gerade. Das war jetzt so nicht geplant. Man kann die Schilde auch kaputt machen, glaube ich. Also gerade die Holzschilde. So, hier, guck mal. Das macht ihm zumindest Schaden. Das ist ja schon mal gut. Danke, das mein. Oh nein, er hat die Fackel aktiviert. Jetzt kommen gleich tausende Orks. Ich glaube, das können wir gerade vergessen. Es hat funktioniert. Okay. Jetzt kommen hier gleich tausende Orks an. Das wird richtig geil gleich. Das ist halt eine Festung, ne? Genau das ist das Problem, was ich gesagt habe bei Festungen. So, zack. Aber vielleicht kriegen wir den Typen hier noch erledigt. Das wäre eine schöne Sache. Hast du? Oder was hast du schon mal aufgehalten? Jetzt kommen ja halt tausende Orks, ey. Ganz ruhig, Kollege. Und zack. Viel hat er nicht mehr. Oh, der flüchtet. Du verlierst nächstes Mal. Also, dass er jetzt flüchtet, da habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Den würde ich schon ganz gerne noch erledigen. Wohin flüchtet der denn? Einer gegen einen? So sieht das aber nicht aus gerade hier. Der Typ haut ab. Wo ist er denn? Den erledige ich jetzt, ganz ehrlich. Der entkommt mir nicht mehr, der Kollege. Sehr schön. Den Typen hätten wir erledigt. Hat das jetzt schon irgendwas für unsere Mission gebracht? Ich glaube nicht. So. Haben nebenbei mal noch eine Rune. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Macht. Die Festung ist voll im Arsch gerade. Die sind nämlich gerade alle auf unserer. Ach geil, kann ich das Ding eigentlich irgendwie ausschalten, die Fackel? Ich glaube nicht. Okay, wir riskieren es jetzt einfach mal und rennen rein und gucken mal, was passiert. Ach, hier muss ich die Rekruten töten. Das war die Idee. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Oh, Tag.
So, zack. So, ein, zwei haben wir schon. Das geht ja schnell. So, zack. Achso, das ist ja nur das zusätzliche Ziel. Ich soll ja alle Rekruten töten. Sehe ich gerade. Das sind ja nur gar nicht fünf. Ganz ruhig, Kollege. Das lasse ich nicht so einfach zu. Zack. Wieder einen erledigt. Zack. Sehr schön. Dann... Okay, ich wollte eigentlich über den Typen drüber. Und das müsste das zusätzliche Ziel sein, oder? Ja, das haben wir schon mal. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie viele Rekruten es überhaupt noch sind, ehrlich gesagt. Viel zu viele, finde ich. So, den hier mal erledigen mit seinem blöden Schild. Der geht mir nämlich mehr als auf den Sack. Hier wirft auch wieder irgendwo einer Speere. Da. Du bist der Wichser. So, über den mal drüber springen. Das war der falsche. Wie viele Rekruten sind es denn eigentlich noch? Okay, der Typ mit dem Speer ist erledigt. Es sind nämlich gerade eine Menge Orks hier. Ich weiß nicht, was davon noch Rekruten sind. So, den Schild mit dem Schild schnell erledigt. Wer von denen sind denn jetzt hier noch Rekruten? Darf ich das mal wissen? Und wer von denen sind einfach nur Orks, die auf den Sack wollen? Das sind zum Glück nicht viele Gegner hier. Ich glaube, es sind nicht mehr so viele. Es steht aber auch nirgends, wie viele es wirklich noch sind. Und es steht auch nirgends, wer jetzt eigentlich die Rekruten sind. Ah, Mist, hätte ich nochmal kontern müssen. Habe ich nicht mitgekriegt. Dass die da so doppelt angegriffen haben. Da ist schon wieder so ein blöder Speerwerfer, oder? Jo. Ich will den Speerwerfer. Sehr gut. Wie viele Rekruten sind es denn noch? Das ist doch gerade dämlich. Ich könnte jetzt hier halt noch ewig weiterkämpfen, aber ich weiß nicht, wer die Rekruten sind. Da sind noch ein paar gelbe Pfeile auf der Minimap tatsächlich. Das heißt, hier sind tatsächlich noch welche. Aber wer das genau ist... Wer ist der Rekrut? Könnte halt jeder sein von denen. Der da vielleicht? Das ist meine Combo wieder unterbrochen gewesen. Sind das die Grünen? Vielleicht? Wäre auch ein bisschen komisch. Aber von mir aus würde ich nehmen, wenn sie dann endlich mal sterben würden. Es sind halt einfach noch zu viele. Und ich glaube, es kommen ja auch immer mehr. Kopf ab. Das bringt alles irgendwie gerade nicht so viel. Da ist einer mit Infos. Das ist aber auch nicht das, was mich interessiert. Sind denn noch überhaupt Rekruten? Jetzt sehe ich nur noch rote Pfeile tatsächlich. Es ist gar nicht so einfach, hier die eigentlichen Gegner zu finden. Das war eine unglaublich blöde Idee, was ich gemacht habe mit dem Anführer, dass ich den da angegriffen habe. So, zack. Ein Rekrut. Da sollen irgendwo Rekruten sein, aber woran erkenne ich die denn überhaupt? Das ist mal die Frage, die ich mir stelle. Also der da in der Ecke ist auf jeden Fall ein Rekrut. So viel sehe ich. Der ist jetzt tot. Da ist schon wieder so ein blöder Speerwerfer, ne? Wo ist der denn? Ernsthaft, wo ist denn der Speerwerfer? Beziehungsweise, wo ist denn der letzte Rekrut? Ich glaube, es ist nur noch einer, wenn ich den jetzt noch erkennen würde. Ah, da ist der Speerwerfer auch. Hier in der Ecke. Das da ist, glaube ich, der Rekrut. Der Typ da. War das der Rekrut? Nee, das war nicht der Rekrut. Ich gehe jetzt, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wer der Rekrut sein soll. Ich hau jetzt ab. Das war nicht die Idee. Ich wollte einfach an dem Typen vorbeirennen, aber das ginge nicht. Ging nicht. Wann erkenne ich den denn? Ach, da ist der. Das ist der letzte Typ.
Kann ich den vielleicht noch erledigen? Ja, sehr gut. Ich hab's hingekriegt. Und jetzt nichts wie weg hier. Hier ist nämlich Mega-Alarm gerade. Ja, ja, schließen alle auch Herausforderungen ab und so weiter und so fort. Alter Verwalter. Ja, das war ein bisschen mein Fehler, weil ich mich so wie von Anfang an zu sehr mit diesem blöden... Hauptmann angelegt habe. Aber hey, wir haben einen Hauptmann erledigt nebenbei einfach mal noch. Das ist wie gesagt genau das, was ich meine. Das ist halt so cool. Du kannst halt... Okay. Achso, hier unten ist der. Du kannst halt einfach irgendeine Mission anfangen und auf einmal rennst du in den Hauptmann. Rennt mir da einer hinterher? Oh nein, ernsthaft? Dies wird ein leichtes Spiel sein. Sollten wir vielleicht gleich mit der Folter anfangen? So viel zu, da rennt man auf einmal in den Hauptmann. Da ist der nächste. Aber der ist alleine. Das ist das Coole. Der ist gerade alleine. Deswegen ist er jetzt ein leichtes Opfer für mich. Und tschüss. Und tschüss. Der Bote erledigt. So, sehr schön. Und da gibt es eine weitere Trophäe für uns. Ich könnte mal wieder gucken. So langsam kann ich, glaube ich, die Plätze mal ein bisschen erhöhen tatsächlich. Jetzt müssen wir mal gucken. Das hier ist der Dolch, das ist der Bogen, das ist das Schwert. Haben wir erstmal was Interessantes fürs Schwert inzwischen gekriegt. Fokus... Munition, nö, da brauchen wir nichts weiter. Wie sieht's denn beim Bogen aus? 32%, toll, das ist genau alles das gleiche, bloß mit unterschiedlichen Prozenten, toll. Und beim Dolch? 25 Gesundheit, wenn ein Kopf zum Platzen gebracht wird. Keine Ahnung, ist irgendwie auch nicht so das Geilste. Dann können wir mal gucken, was können wir ansonsten noch? Haben wir einen Fähigkeitenpunkt? Nee. Können wir hier was verbessern? Irgendwie nicht gerade das Interessante, deswegen lassen wir es gerade einfach mal. Okay, aber hey, wir haben einfach mal nebenbei zwei Hauptmänner erledigt. So, und jetzt würde ich sagen, ab in Richtung Turm und dann noch zu den, zu den Ausgestoßenen. Sehr schön. Das ging doch gut. Vor allem, also ich meine, wenn die Hauptmänner einem alleine gegenüberlaufen, sind die meist kein Problem. Ich will mal nur mal ganz kurz angucken, wenn wir schon mal dabei sind, will ich mal ganz kurz angucken, wie denn nun Saurons... Alter, die ist schon ganz schön geschwächt. Ich hätte den natürlich auch benutzen können, um vielleicht ein bisschen Infos zu kriegen, ne? Der Verschlinger? Der Träumer? Der Bote? Ah, das ist der Typ, den wir gerade erledigt haben. Und der Recke war der, den wir davor erledigt haben. Interessant, das ist Redback, der ist jetzt scheinbar... Der, der Leibwächter von dem Zwilling. Und die anderen Häuptlinge kennen wir noch gar nicht. Flinkfuß. Ach, der hat gerade ein Duell mit irgendeinem anderen Typen, aber auf der ganz anderen Seite von Mordor. Da muss ich jetzt nicht zwingend hin, ganz ehrlich. Okay, aber ist doch interessant. Wir machen die Armee doch langsam, aber sicher kaputt. Und das, obwohl wir noch gar nicht so stark sind, wie ich finde. Ja, lasst mich mal in Ruhe. Ich will hier nur einen geisterhaften Turm hochklettern. Hier dürften, die müssten sich doch eigentlich gerade wundern, wie ich hier hochkletter, weil für die ist das doch nur eine Ruine. So, sehr schön. Welch wunderschöner Stein. Der Turm ist wiedergeboren, so wie ich. Ja, oh, guck mal, da hinten gibt es noch irgendwas. So, wir könnten jetzt hier noch eine Bogenherausforderung machen, aber ich denke, wir gehen jetzt zu den Ausgestoßenen, weil wir haben jetzt schon zwei Herausforderungen gemacht und die eine hat sich länger gezogen, als ich das gedacht hätte, tatsächlich. Muss ich mal ganz ehrlich zugestehen, die eine hat sich wirklich länger gezogen, als ich das vermutet hätte. Wie gesagt, mit den Häuptlingen werden wir uns schon sicher noch anlegen, aber wir können ja auch erstmal gucken, bevor wir die ganzen Häuptlinge versuchen zu erledigen, um an die schwarze Hand zu kommen, können wir auch erstmal gucken, was unser alter Kollege denn für eine Idee hat. Der Eingang ist irgendwo da, hä? Hier. Hier versteckt sind die Ausgestoßenen. Na, dann gucken wir doch mal. Hirgon hat einen Plan, wie er die Aufmerksamkeit des schwarzen Hauptmanns auf Udun lenken kann. Zur Ausführung des Plans benötigt er jedoch mehr Männer. Schleich dich in die Festung des Uruks und befreie die Ausgestoßenen. Wie zu Hause, Talion. Von dem hier haben wir wertvolle Informationen erhalten, bevor er seinen Kopf verlor. Diese Trottel wissen nichts. Wir verschwenden kostbare Zeit. Kostbare Zeit? Wir haben erfahren, wo sie unser Schießpulver aufbewahren. Wie soll mir Schießpulver von Nutzen sein?
Das gehört alles zum Plan, mein Freund. Für mich zählt nur, wie wir zur Schwarzen Hand gelangen. Ist es dir so eilig mit der Schwarzen Hand? Ganz wie du willst. Ich bring dich zu ihm. Mit ein bisschen Glück haben die Uruks den Zweck des Schießpulvers noch nicht entdeckt. Wir müssen meine Männer befreien, um das herauszufinden. Glaubst du, dass das Schießpulver die Schwarze Hand hervorlocken kann? Ich hoffe es. Der Feind versammelt sich an den Uruk-Höhlen, wo meine Männer in Ketten liegen. Ich hoffe, auch Eren befindet sich dort. Ich kümmere mich um die Uruks. Vielleicht sollten wir uns einer List bedienen und die Schwäche dieser Bestien ausnutzen. Grog, hast du je von Hitlers gehört? Es ist ein Kraut und dient nur einem Zweck, dem Vergiften von Orks. Folge mir. Wir vergiften jetzt also die Orks, interessant. Als ich das schwarze Tor verließ, wurde ich bald krank. Es war Eren, die mich gesund pflegte. Ist sie der Grund, dass du dem Stamm beigetreten bist? Gründe gab es viele, doch sie ist mir der teuerste. Es gibt so viele Lager, in die sie meine Frau verschleppt haben könnten. Glaubst du, dass sie ausgerechnet in diesem ist? Mein Herz sagt ja. Ich hoffe für dich, dass dem so ist, Hiergon. Ansonsten? Ich meine, was wollen wir sonst machen? Wollen wir ihn umbringen oder was? Achso, ich dachte, du bleibst stehen, weil du irgendwas gesehen hast. Da sind Orks vorne auf jeden Fall. Einige Orks. Sind das alles welche mit Infos? Ich halte nach den Uruks Ausschau. Sieh dich vor, Waldläufer. Okay, wir brauchen Kräuter. Was meinst du mit halte nach den Orks Ausschau? So, am Sinnzollsten. Das wird eine erfolgreiche Jagd. Hab mir schon einen Preis ausgesucht. Das wäre natürlich, wenn wir die Orks einfach erledigen, würde ich mal sagen. Weil der hier sowieso direkt bei einem Kraut steht. Und den würde ich mich vielleicht ganz gerne als letztes kümmern. Das Schlimmste an diesen Bleichhäuten ist, weil die scheinbar alle wirklich Infos haben. Interessant, okay, pass auf. Ich habe im Straßenbau eingesetzt. Und nach nur 10 Stunden fingen die an, mir umzufallen. Wäre ich doch gewesen, hätte ich sie schon zurechtgestutzt. Wie diese Orks das einfach nicht raffen. Immer bloß so. Ich stutze ihnen höchstens die Köpfe. Dann strengt sich der Rest wenigstens mehr an. Ich habe etwas gesehen. Hast du das? Zack. Zum Glück ist das leise. Voll leise. So, und du, mein Freund? Du gibst mir mal noch gleich mal, wenn wir schon mal hier sind, einfach mal ein paar Infos. Pass mal auf. Kannst du mir auch Infos über Häuptlinge geben? Das ist ja perfekt. Zun, der Duellant. Nervös aufgrund der zahlreichen Anhänger seines Leibwächters. Das klingt interessant. Und als ob man das nutzen könnte. Schaden durch Explosion und Schaden durch Fernkampfangriffe. Was mich jetzt noch interessieren würde eigentlich, wie viele Leibwächter hat er denn? Oder hat er wirklich nur den einen Leibwächter und wir könnten den Leibwächter vielleicht ausnutzen irgendwie? Keine Ahnung. So, suchen wir jetzt die Kräuter hier. Zack. Wie viel muss ich davon einsammeln? Da ist auch noch eins. Achso, drei. Wo ist dann das dritte? Toll, wie du dich übrigens um die Orks gekümmert hast. War klasse, Freundchen. Im Endeffekt habe ich alles alleine erledigt. Aber nun gut, wie habe ich es erwartet? So, zack. Es gibt noch mehr Pflanzen dort drüben. Folge mir. Okay. Gibt es da auch wieder mehr Orks? Wahrscheinlich. Würde mich nicht wundern, wenn nicht. Wo habt ihr dieses Schießpulver gefunden? Wir sind einen Tausch mit einem Zwerg eingegangen. Wir nahmen sein Pulver und ließen ihm unsere Fußspuren. Ein gutes Geschäft, wenn du mich fragst. Du beweist dich als ein starker Anführer. Für einen Deserteur. Das liegt daran, dass ich all die harte Arbeit Männern wie dir überlasse. Wer seine Axt geklaut hat? Mehr Orks, natürlich. Und jetzt sagen wir bloß, hier sind die nächsten Kräuter. Sonst werde ich ihm sagen, dass du sie gestohlen hast. Schauen wir mal, dass wir uns an denen einfach vorbeischleichen können. Scheinbar ganz gut. Das lief ja besser als gedacht. Ach, Artefakten, so. Was suchen die denn für Artefakte, die Orks, frage ich mich. Ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass Orks so auf Artefakte stehen. Okay.
Ja, wie weit geht's denn jetzt noch? Müssen wir uns jetzt noch durch das ganze Orklager hier schleichen, nur um an die Pflanzen selbst zu kommen? Dann weiß ich nicht, ob das so eine sinnvolle Idee ist, ganz ehrlich. In Mordor sind selbst die schönsten Blumen tödlich. Es gibt hier weit schlimmere Dinge als Blumen. Sklaven sterben viel zu schnell, wenn ich sie foltere. Dabei schneide ich sie doch nur ein bisschen. Dann hängen sie nicht an den Füßen auf, wenn du es tust und versuchst, großen Adern zu erwischen. Okay, ich soll mehr Pflanzen hier finden. Ist das eine davon? Nee, ich glaube, das ist die falsche Pflanze gewesen. Das war ein Nifridil. Ach, ausgerechnet so ein blöder Karagor muss da sein. Jetzt habe ich ja zum Glück ein bisschen mehr Fokus. Und da sind die Pflanzen, okay. Ein Karagor natürlich, aber wie gesagt, mit dem neuen Fokus jetzt ist das alles gar nicht mehr so wild. Dann kriege ich einen Karagor mit 2 Schüssen erledigt. Das ist sehr schön. So, hab die Pflanzen. Wo jetzt lang? Weiter durchs Orklager. Okay, dann halt nicht. Ist auch schön, wie du mir hilfst mit diesen ganzen Viechern, die wir hier so bekämpfen müssen. Naja, was soll's. Meine, im Endeffekt bin ich ja eigentlich doch der bessere Kämpfer von uns beiden. Ich hielt es nicht für möglich, dass Sauron je zurückkehren würde. Dunkelheit fällt über Mordor. Bald wird es unmöglich sein, ihr nicht anheimzufallen. Als wir merkten, dass wir die Orks nicht bekämpfen konnten, begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden. Wir schlichen uns in Lager, um die anderen zu befreien. Eine kühne Strategie? Keinesfalls. Oftmals endeten wir bloß selbst als Sklaven. Zumindest waren wir schon entsprechend gekleidet. Na, das ist ja dann natürlich nicht als so ganz durchdacht. Als die Ausgestoßenen mich einst retteten, sagten sie mir, du führtest die Jagd um meinen Kopf an. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Wenn du gefangen genommen worden wärst, hätten unsere Waldläufer dich getötet. Dieses Schicksal wollte ich dir ersparen. Oh Gott, jetzt kommen wir in eine Festung, ehrlich? Oh, das wird ja immer spaßiger. Echt eine Ork-Festung jetzt noch. Hier ist gar nicht so viel los gerade. Dafür, dass es eine Festung ist. Naja, kommt bestimmt noch. Gleich werde ich mich ärgern. Wir haben nun bald genug Gift für unsere Zwecke. Ich bin bereits auf dessen Wirkung gespannt. Ich frage mich, was diesmal hier noch so rumläuft. Oder kann ich diesmal einfach so Kräuter pflücken ohne Probleme? Das wäre ja mal faszinierend. Warum sind wir dann nicht gleich hier pflücken gegangen? Wo es ja scheinbar sehr sicher ist. Obwohl, wir befinden uns mitten in einer Festung. Ich sag, hab mal nichts gesagt, ne? Ah, da. Da sollten wir die Deckung lieber nicht unten, irgendwie fallen lassen. Das sollte reichen. Jetzt musst du es ihnen nur noch in den Grog mischen. Werden die Orks das Gift nicht riechen? Nein. Aber wenn sie dich sehen, werden sie sicher nicht davon trinken. Na, klasse. Das ist ja die perfekte Strategie. Die Uruks sind am vorderen Tor stationiert. Halte dich zum Wohle meiner Männer in den Schatten verborgen. Ich hole meine Männer und warte. Sobald das Lager sicher ist, werden wir das Schießpulver an uns nehmen. Alles klar. Ich soll jetzt also die Orks vergiften. Perfekt. Denk daran, Talion. Lass dich nicht erwischen. Die Uruks haben Sklaven schon für weitaus weniger getötet. Okay, ja, wir können jetzt theoretisch den Grog vergiften. Bekommen wir wenigstens gleich einen guten Kampf. Was halt gar nicht mal so einfach ist, wie wir ja gerade schon mitgekriegt haben. So, ich würde ganz gerne den Typen, dass er sich vielleicht nochmal umdreht, dann kann ich den durch eine Schleichtötung erledigen. Wo bitte ist dieses Teil denn überhaupt? Da muss ich mich ja richtig weit reinschleichen, das wird ja ein Spaß. Sind die gerade? Von mir aus. So. Ich kann sie riechen. Und da ist noch was. Jetzt mach die Klappe zu und halt die Augen offen. Da drüben ist noch einer. Ich weiß nicht, ob ich den erledigen muss. Ich meine, eigentlich könnte ich mich auch an dem vorbeischleichen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ein bisschen cleverer. Sehr gut. Die Frage, will ich mich um den da auch noch kümmern?
ich halt erst bis darüber. Das erscheint mir irgendwie ein bisschen unnötig. Wir feiern auf jeden Fall ziemlich die Orks gerade. Kann ich mich hier einfach langschwingen? Die Art von Ärger, für die wir unsere besten Äxte und Schwerter brauchen. Sehr schön. Vergifte die Grogfässer. 5 Stück, na danke. Sind ja zum Glück nicht viele Fässer, die man vergiften muss, ne? So, eins ist hier direkt unter uns. Zum Glück stehen da auch gar keine Orkswache oder so. Ja, da ist ein bisschen gefährlich, oder? Deswegen kümmere ich mich jetzt einfach so um den. Scheiß auf die Schleichtötung, ist jetzt gerade nicht das Wichtigste. So, da ist das Fass. Da halten die Orks Wache. Soll ich die töten? Oder sehen die mich vielleicht nicht? Ich probiere es erstmal ohne die zu töten, weil ansonsten macht es irgendwie keinen Sinn. Die Schmieden arbeiten seit ein paar Tagen ohne Unterlass. Du weißt, was das bedeutet. Mehr Waffen und mehr Gemetzel. Drin das Zeug. Ja, kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. Wir werden die am besten. Stimmt, das Zeug kann man ja auch anzünden. Die dieses Land je gesehen hat. Okay, da ist noch ein Fass. Hier sind noch mehrere Fässer. Die Frage, will ich mich erst um das da kümmern? Das ist ein bisschen näher. Die Jäger lassen den Rest von uns mal wieder schlecht aussehen. Ist da unten irgendwo? Sie mit ihrer Sperrwerferei an. Unglaublich, dass sie in der letzten Schlacht mehr getötet haben als wir alle zusammen. Okay, die sind noch auf der Suche nach... Oh, die haben von dem Grog schon getrunken. Sehr schön, das hat ja geklappt. Da drüben hat sich etwas bewegt. Die haben direkt von dem Grog getrunken. Ich dachte, das dauert. Jetzt ist die Frage, haben die jetzt irgendwas mitgekriegt? Die komischen Orks? Ich wäre letztens fast in Flammen aufgegangen. So wie ich das jetzt verstanden habe, nicht, oder? Und die Musik sagt irgendwie bloß was anderes. Es sind hier einfach viel zu viele Orks. Wie soll man das denn machen? Ich sag dir, wenn du einen Grauk zähmen willst, brauchst du mindestens 10 Orks und ein paar schwere Ketten. So, vergiften das Zeug. Nichts wie weg hier. So, trinken sie jetzt den Grog direkt wieder. Sehr schön. Damit hauen wir die um. Dann machen wir uns weiter. Da drüben ist das nächste Fass. Da wollte ich nicht raufspringen, Talion. Aber okay, ist ja nochmal gut gegangen. Da scheint gar kein... Oh doch, da ist einer. Das war nicht richtig geguckt. Schnell genug erledigt. Den hätte ich vielleicht aufpassen. Den hätte ich halt mit einer Schleichtötung jetzt auch erledigen können. Ne? Ah, na gut. Nicht so wichtig. Wen schlachten die denn jetzt dafür, dass es vergiftet wurde? Würde mich mal interessieren. Einen Ork? Unvorstellbar. Ja, ich glaube, die haben Ork gerade geschlachtet. Dafür. So, 2 sind's noch. Ich meine, auf das zusätzliche Ziel, ganz ehrlich, scheiße ich jetzt gerade mal. Das scheint mir gerade... Ich habe es, glaube ich, schon ein bisschen dahingehend versaut, dass ich schon einige von den Typen mit Pfeil und Bogen erledigt habe. Dementsprechend ist das, glaube ich, nicht mehr so die Idee. Sind hier Orks in der Nähe? Nö. Dann rinn das Zeug. Komm schon rein. Und dann den letzten. Als ich vorhin auf Patrouille war, konnte ich spüren, wie mich etwas beobachtet. Mhm. Ich glaube, es war dieses seltsame Geschöpf, das ich da noch gesehen habe. So, du meinst Gollum. Vielleicht ist es ein Spion für diesen Tag. Jetzt der noch. Wir sollten es töten, bevor es ihm bricht. Jetzt sind ja schon fast keine Orks mehr in der Nähe. Die meisten sind jetzt schon durch das Gift erledigt worden. Das ist sehr schön. Du Verräter! Oh, jetzt haben sie irgendeinen getötet, weil sie glauben, der ist schuld dafür. Das gefällt mir sehr gut. Und jetzt vergiften wir noch ich das Ding. Angst vor Karagor. Der nächsten, den ich sehe, werde ich das ist die große zureiten. Frage, kommen die hier rüber wieder? Jo.
Dann sollte ich die vielleicht vorher erledigen. Ah ne, die kommt nicht hier rüber, oder? Schon eine ganze Menge tote Orks hier jetzt. Okay, die Sklaven reden gerade über irgendwas. Okay, die Orks sind weg. Dann heißt das, das noch vergiften hier. Und dann Amas. Jetzt gilt es nur noch zu warten. Sehr schön. Die meisten Orks haben sich ja schon ein bisschen angetrunken hier. Meine Güte. Ja gut, wirklich näher der schwarzen Hand hat uns das leider nicht so ganz gebracht, wenn wir ehrlich sind, aber okay. Sehr schön, hatten wir das erledigt, es war ganz schön... Also ich finde halt die Idee mit dem Vergiften ist halt schon ganz cool, aber es ist halt deutlich schwieriger dadurch. Also, ich weiß nicht, es ist schwer, die Dinger zu vergiften, ohne gesehen zu werden, finde ich. So, was können wir... Ach, jetzt können wir hier vergiften, das ist das jetzt. Einen endgültigen Todesstoß. Das wäre ganz cool, Bodenangriff... Ich glaube, wir nehmen mal hier Terrorisieren tatsächlich. Das könnte echt hilfreich sein, wenn wir gerade in der Festung sind und da nicht die ganzen Orks um uns herum haben wollen. Wo sind wir jetzt eigentlich gelandet? Ja, ist ganz schön. Jetzt sind wir hier irgendwo auf der Seite gelandet. Wir sind durch halb Mordor mit dem marschiert. Hä? Kann das sein? Na gut, okay. Wir haben jetzt hier dann theoretisch eine Mission, die wir angehen können. Und hier Vernichtungsschlag... Ach so, Metzel im Horden von Feinden nieder um Zunderduelland. Na gut, da können wir jetzt, das ist Zunderduelland. Den haben wir ja gerade, das ist glaube ich daher, weil wir den gerade freigeschaltet haben, weil wir den gesehen haben. Wir wissen jetzt, wo der ist, deswegen können wir gegen den jetzt kämpfen. Ja, eliminiere den Häuptling. Da haben wir einfach, glaube ich, irgendeinen Random-Häuptling tatsächlich. Gucken wir mal. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal ganz flott noch zum Ende der Folge das Artefakt. Und beim nächsten Mal gucken wir dann mal, was wir vielleicht noch über die Vergangenheit unseres geistigen Freundes so herausfinden können. Denn da wäre ja auch nochmal interessant zu erfahren, was es mit dem auf sich hat, ne? Hackenblatt. Die Numenoror... Numenora trugen während der großen Diaspora viele Dinge bei sich. Ihre Reise war lang und voller Gefahren und nicht alle, die aufgebrochen waren, überlebten lange genug, um ihr neues Zuhause zu sehen. Sie nahmen mit sich, was sie tragen konnten und neben ihren physischen Besitztümern, den Werkzeugen und dem Schmuck, brachten sie ihre gemeinsamen Träume nach einem besseren Leben mit sich. Ihr Land war untergegangen, aber sie würden weiterleben und so sind ihre Relikte über ganz Mittelerde verteilt. Hier irgendwo in der Nähe soll es sein. Hier? Ah, da. Er ist nicht ohne Grund eingekerkert. Nur weil er gesagt hat, was wir alle denken. Willst du für immer leben und auf den Feldern arbeiten? Die Elben führen uns mit ihrer Unsterblichkeit vor. Sauron hat recht. Wir können ohne Schmerzen leben, ohne alt zu werden. Und du willst in den Krieg ziehen, um das wahrzumachen? Ich will, dass unser König guten Ideen ein Ohr leiht. Dann sollte er sich nicht mit Sauron einlassen. Gegen den Elben zu kämpfen ist keine schlechte Idee, es ist die schlimmste Idee überhaupt. Ja, das muss dann sein, nachdem Sauron eingekerkert worden war. Wir haben ja schon gehört, dass er in Ketten gebracht wurde. Und dann hat er die Menschen scheinbar überzeugt, gegen die Elben zu kämpfen oder ihn wieder freizulassen. Gut, so viel dazu. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal, wie gesagt, gucken... In meinen Venen fließt kein numenorisches Blut. Ich bin einer der Nordmenschen, ein Vertriebener. Das hat Halas mich nie vergessen lassen. Ioret war es egal. Für die Eldar sind alle Menschen Untertanen. Flüchtige Besucher, die schon bald die Kreise der Welt verlassen.
Ja, und wie gesagt, in der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir auch mehr über die Vergangenheit unseres Freundes herausfinden können. Aber wie gesagt, das erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.